herzliches Hallo und willkommen zurück zu Forsky. Ja, und wir sind jetzt erstmal hier auf unserer Standardbasis und müssen natürlich erstmal Material sammeln. Zum Glück haben wir das ja alles hier ziemlich in der Nähe. So, ein bisschen abbauen, damit wir noch mehr bauen können. Ah, hier sind wieder Wale. Oder Waldemar, der uns wieder besuchen kommt. Ja, wir haben Hunger und sollen ein paar Fische fangen. Warte mal, wir haben ja hier noch einen. So. Das sollte für einen gewissen kurzen Moment reichen. Oh, da ist ein Hai. Ich mach mal die Harpune klar. Okay, der hat uns nicht gesehen. Weiter geht's. Die 75 machen wir noch voll. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir auch Kohle finden. Damit wir uns halt auch noch Fisch machen können. So, nehmen wir uns mal das Messer. Da sind hier ein paar Fische. Gerettet. So. Schauen wir mal, wie sieht es im Ofen aus? Nicht gut, nicht gut. Oh ja, wir brauchen Kohle. Gut. Wir haben Rock abgebaut. Nein, wir wollten doch Eisen abbauen, verdammt. Einmal nicht hingeguckt. Okay, Rock. Jetzt kann man bestimmt auch irgendwas mit bauen. Aber immer noch Fisch. Okay. Wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Ich weiß nicht. Hier sieht es nicht nach Kohle aus. Okay, hier haben wir eine Truhe. Schauen wir mal. Irgendwo müssen wir doch Kohle finden. Vielleicht finden wir ja auch in solchen Truhen Kohle. Ich schau mal. Nord. Leider nicht. Hier haben wir wieder. Oh. Ja, ist wirklich hoch. Da können wir nicht runter. Wir schaffen gerade mal mit unserem derzeitigen Anzug 180 Meter. Und ansonsten zerplatzen wir da unten, weil der Druck zu hoch ist. Gefunden jetzt hier. Ja. Was ist das? Okay, das ist, dieses Boot. Noch eine Truhe, noch eine Truhe. Die ist offen. Die ist zu. Okay, versuchen wir die Truhe auch noch zu erwischen. Verdammt. Wir müssen irgendwo Kohle finden. Oh.
scheint uns auch nicht gesichtet zu haben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier haben wir noch Eisen. Wo ist denn da ist er? Okay, wir haben sogar noch Speere. Karottensamen. Das wäre was. Wir haben ja noch Samen. Ach, wir haben ja noch die Kartoffeln. Die müssten. Okay. Auf zur Basis. Unser Sauerstoff reicht auch nicht mehr lange. Noch einmal springen kann ich. Jawohl. Oh, 100% Hunger. Hallo? Okay. Dann lass uns die mal eaten. Essen, 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 essen. Okay, jetzt haben wir einmal Karottensamen. Und was ist das? Grüne Bohnen. Okay. Grüne Bohnen. Und nochmal ein Fischi. Den Fischi, den können wir hier reinpacken. Und die Pflanzen, die können wir. Na komm. Die können wir hier einpacken. Zack. Zack. Okay, können wir nicht. Dann können wir die essen, oder was? Ah ja. Okay, ein bisschen haben wir jetzt schon mal den Hunger gestillt. Ist nicht viel, aber. Ah, da können wir. Ah ja, das ist gut. Kupfer. Okay. Magnes und Gold haben wir nochmal. Den könnten. Haben wir hier oben noch Platz? Ja. Haben wir irgendwie. Warte mal. Können wir hier einstellen, da einstellen. Hier oben machen wir so unseren Pflanzenbereich. Kommen wir auch. Ja, kommen wir auch dran. Das ist gut. So. Haben wir die schon mal platziert. Okay, wir gucken nochmal auf unsere Map. Haben wir nichts gefunden, ey. Keine Kohle, gar nichts. Okay, wir sollten. Wir sind jetzt hier. Was ist näher? Ich würde fast sagen dort, aber. Wir sollten nochmal schauen, dass wir Kohle finden. Definitiv. Ach, ist das ein Dreck. Wenn man nicht weiß, wo was ist. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Teil, oh, sehr viel Eisen, Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal, hier, da ist auch was, ein Stück von unserem U-Boot. Hallo. Okay. Der hat uns, also die Haie sind ja zum Glück nicht so aggro, nicht so wie bei Stranded. So, da haben wir noch ein U-Boot-Teil. Das ist alles gut. Alles ist gut. Mein Freund, alles ist gut. Okay. Wunderbar. Zwei Stücke haben wir schon. Wir brauchen noch 9. Hier oben noch ist. Ist auch nichts versteckt. Verdammt, wir brauchen Kohle. Oh, hier geht es tief runter. Da wollen wir noch nicht hin. Das kann doch nicht sein. Leute, wir brauchen Kohle. Auch eigentlich. Ah, können wir das auch essen? Vielleicht?
das essen kann? Ich glaube nicht. Oh, Goldmünzen. Klack. Nehmen wir natürlich mit. Aber. Oh, unser Sauerstoff. Wir gucken nochmal kurz auf die Map. Also mal vollkommen falsch. Falsch. Oh, da müssen wir hin. Okay. Jo, jo, jo. Schaffen wir. Okay. Fische haben wir ja schon mal jede Menge. Aber Glas, Flur. Aber. Können wir das essen? Nö. Dies auch nicht. Verdammt. Können wir da irgendwas von einpflanzen? Da ist auch noch nicht viel. Ich guck mal. Können wir nicht. Was können wir denn damit? Gar nichts. Wieder eine Sache, die total für den Arsch ist. Tja. Oh, wir haben immer noch nichts gefunden. Ich gucke nochmal auf unsere Map. Okay, dann sollten wir hier mal suchen. Map. Drehen. Okay, hier sind wir genau richtig. Okay. 120 Meter tief sind wir. Über 130 Meter tief, das geht noch. Und das ist genau da, wo wir nicht hinkommen. Hoffentlich können wir den anderen erreichen. Und hoffentlich finden wir bald mal Kohle. Es muss doch irgendwo Kohle sein. Ich sehe immer nur Eisen, Eisen, Eisen. Eine richtige Eisenstadt hier. Ja, die Pflanzen, weiß ich nicht, wofür die jetzt gut sein sollen. Finden wir bestimmt noch heraus. Hier haben wir noch ein U-Boot-Teil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, 91 Hunger. Wir wissen nicht mehr, was wir essen sollen, Leute. So langsam. Ah, da ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Ich komme. Kohle, Kohle, Kohle. Wo? Da. Da. Nee. Hä? Doch, das muss Kohle sein. Jawohl. Oh, super. Da bauen wir jetzt jede Menge ab. So viel wie möglich. Das wird knapp, Leute. 97% Hunger. Okay, wir haben die Kohle, weil nicht, dass ich verrecke. Ja. Heimatbasis, wir sind genau richtig. Komm, halt aus. 100%, nein. Kann ich auch so einen Fisch essen? Mal schauen. Eaten. Ja, es geht. Eaten. Ist wahrscheinlich nicht so gesund, aber besser als wenn wir jetzt sterben. Heimatbasis ziehen. Komm schon. Ein bisschen diesiger heute, finde ich, oder? Manches noch. Ach komm, wir machen direkt noch ein paar Fische klar. Unser Abendessen. Ich finde, Abendessen muss sein. Immer eine anständige Mahlzeit zu Abend, ihr kennt das ja. Oh ja, Sauerstoff, okay. Wir haben genug erstmal. Komm rein. So, drinnen. Oh, super. Kohle. Zack. Und Fischis. So, jetzt haben wir jede Menge. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben natürlich kein Eisen. Wir wollten eigentlich heute auch ein bisschen was bauen. Schade. Aber Essen geht vor, Leute. Ihr kennt das ja. Und hey, wir haben aber jetzt zwei neue Teile für unser U-Boot gefunden. Mal gucken, was die Pflanzis. Die Pflanzis. Immer mit I, ne? Mal gucken, was die Pflanzen machen. Okay. Da wäre auch noch praktisch, wenn wir noch ein bisschen Samen finden würden. So Gurken, Kartoffeln, keine Ahnung was. Wie sieht's denn aus? Nehmen wir die mal. Direkt mal hier eaten. Klack, 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 klack. Ja, die machen das schön. Jawohl.
Wunderbar. Okay, wir können noch ein bisschen Kohle abbauen, würde ich sagen. Kohle. Kohle ist hier. Da ist auch noch Gold, wie ich gesehen habe. Okay, das sieht gut aus. Da müssen wir her. Oder Leute, bauen wir Eisen ab, komm. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was bauen. Dann haben wir von jedem so ein bisschen gemacht. Außer gekämpft haben wir nicht, aber da sage ich mal, da, zu unserem Glück haben wir nicht gekämpft. Dass die doch ziemlich friedlich sind. Wir scheinen anscheinend noch keine Bedrohung für die Raubfische zu sein. Das ist schon mal gut. Also das war ja echt knapp gewesen, Leute. Da ging es jetzt echt um Sekunden, glaube ich. Und ja, man sieht also in dem Spiel, wir kämpfen um das nackte Überleben. Knallhart. Da ist Stranded Deep wirklich ein Welpenspiel gegen. Wo wir fast an jede Palme Kokosnuss kriegen. So, Eisen jetzt aber. Bauen wir schön die 75 ab. Und dann gucken wir mal, was wir bauen können noch. Was brauchen wir noch? Auf jeden Fall brauchen wir eine Kiste. Kisten, Kisten. Wir haben so viel irgendwie. Ey. Wow. Das war ein richtiger Brocken, hä? Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Hallo? Unschuldig. Ah, die haben das Blut gewittert. Die haben das Blut gewittert. Schnell weg hier. Puh. Extreme. Okay. So, was können wir bauen? Was ist wichtig? Ein Equipment Workshop. Ein Furniture Workshop. Das wäre wichtig auf jeden Fall. Und Equipment machen wir auch. Dann sind wir voll ausgestattet. Wo brauchen wir das alles hin? Also ich würde sagen. Ja, sehr ungünstiger Platz. Also, ich würde sagen hier. Oder hier, hier. Hier bauen wir das Equipment hin und daneben direkt. Okay. Was können wir denn hier machen? Ah, super. Hier können wir unser Equipment aufbessern. Heißt, unseren Taucheranzug und alles. Super. Für 250 Meter. Das ist ja cool. 350 Meter. Okay, dafür brauchen wir Eisen. Das ist ein Eisenhelm. Und einmal Gold. Dafür brauchen wir 15 Gold. Nee, 15 was anderes. Was brauchen wir denn da? Ach, Kupfer, okay. Und Magnesium, aber wir brauchen auch für die Anzüge was. Also würde ich sagen, Eisen. Wir können jetzt 180 Meter. Wäre also praktisch, wenn wir uns auf jeden Fall einen neuen Taucheranzug bauen. Machen wir auf jeden Fall. Was können wir hier? Ah ja, Truhen. Ja, das ist gut, das ist gut. Eine große Truhe. Eine große Truhe wäre sogar gar nicht mal so verkehrt. Ich guck mal eben kurz. Gold. Gold und Eisen. Da machen wir uns auf jeden Fall erst einmal. Liege ich da falsch? Man sieht jetzt nicht wirklich, was man braucht. Also sehe ich das 10 Gold. Oder muss ich die hier drin haben? Okay, wahrscheinlich geht das noch nicht levelabhängig oder so. Was ist das? Ein Stuhl. Ein Tisch. Noch ein Kocher. Eine Tür. Aha. Ah ja, wenn wir hier vergrößern sollten. Okay, dann machen wir erstmal eine kleine. Wahrscheinlich reicht das Level noch nicht, was wir haben. Ist noch nicht weiter schlimm. Was ist das? Eine andere Musik. Wie unheimlich.
Sollen wir die hier hinsetzen? Ja, komm. Setzen die hier hin. So, dann können wir nämlich hier erstmal komisches Material. Ja, wohl. Das ist wichtiger. Hier können wir unsere Bausachen reinpacken. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, das. Okay. Können wir auch noch mit hier reinsetzen. So, wie sieht denn das aus? Wir können alles drei bauen. Oh, ein extra Bohrer oder sowas. Okay. Bandagen. Oh, das ist cool. Alles klar. Also, wir sehen, wir finden immer mehr heraus. Dann machen wir uns erstmal so ein Hütchen. Dann können wir direkt aufsetzen, oder? Jawohl. Ein Oberteil. Aufsetzen. Und jetzt fehlt uns der Sauerstofftank. Oxygen plus 3. Mehr Sauerstoff ist natürlich auch sehr wichtig. Dafür brauchen wir allerdings noch Eisen. Kommt, Leute, das machen wir noch. Hier war doch Eisen, oder? Iron, ja. So, ich glaube, das müsste reichen. Zack, rein. So, dann können wir uns den Sauerstofftank auch machen. Alles super. Hier kommen unsere Materialien wieder rein. Eisen zu Eisen, Gold zu Gold. Ach ne, Kupfer ist das, okay. Ja, Rock. Ich denke mal, es wird vielleicht noch wichtig werden. Ja, Leute, wir haben wieder einiges geschafft, wie man sieht. Wir haben für unser U-Boot wieder ein paar Teile gefunden. Wir haben eine neue Pflanzenwirtschaft da oben aufgemacht. Gibt auch ein bisschen mehr Sauerstoff. Kohle haben wir auch gefunden. Kohle, ja, hey, wir haben Kohle gefunden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch in der nächsten Folge genug Kohle abbauen, damit wir den Ofen hier vollstopfen können. Damit wir uns zumindest, was das Essen angeht, uns erstmal keine Sorgen mehr machen müssen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall, ne, hier ein neues Funitur-Workshop gebastelt und ein Equipment-Shop, wo wir uns jetzt auch unsere Rüstung bzw. unseren Taucheranzug und Flaschen und alles, was wir so an Equipped bei uns haben, verbessern können. Und ja, wir können jetzt nicht mehr 180 Meter, wir können jetzt 250 Meter in die Tiefe gehen. Das, was bedeutet das natürlich? Es bedeutet, wir können mehr erforschen. Und da wird auch bestimmt noch einiges sein, was wir erforschen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge und es geht weiter. Wir werden erforschen, bauen, machen, tun, alles. Ihr wisst es ja, wie immer, ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Cap, bis bald. Ciao, tschüss.